Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Sparkasse Südholstein geht gestärkt und optimistisch in die Zukunft. Bunte Osterrallye im Wildpark Ekhold. Und Stevoda Steuerberatung bietet individuelle zukunftsorientierte Beratung. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Elektro Münster. Seit über 40 Jahren in Norderstedt. Die B2B Nord. Treffen Sie am Dienstag, den 14. April 2015 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen auf Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider. Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse vereint mit über 200 Ausstellern verschiedenster Branchen, mehr als 30 Impulsvorträgen in den Kompetenzforen und 7 Keynote-Speakern auf den Haupttribünen die wichtigsten Themen wie Personalentwicklung, Software, Marketing, Kundenbindung und mehr. Verpassen Sie nicht die B2B Nord am 14. April 2015 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen und erleben Sie Deutschlands Top-Speaker live. Weitere Informationen finden Sie online auf www.b2b-nord.de. Steigende Kundeneinlagen, eine starke Kreditnachfrage und eine Eigenkapitalausstattung, die auf weiteres Wachstum ausgerichtet ist. Die Sparkasse Südholstein gibt bei der Bilanzpressekonferenz bekannt, sie geht gestärkt aus dem Jahr 2014 hervor und blickt positiv in die Zukunft. Ja, unser Plan für 2014 ist voll aufgegangen. Wir konnten aus eigener Kraft die Sparkasse stärken, nachdem die Sparkassenfamilie unsere Eigenkapitalstruktur so aufgestellt hat, wie wir das auch im letzten Jahr visiert hatten. Wir sind bei den Erträgen gewachsen, in allen Ertragskomponenten. Wir haben die Kosten senken können und konnten damit unser operatives Ergebnis wieder deutlich steigern. Damit sind wir voll im Plan. Also wir haben in der Beratungsqualität erneut in der Region mehrfach den ersten Platz belegt. Das zeigt, dass das, was wir seit einigen Jahren auch tun und weiter gemeinsam intensiviert haben, an der Qualität, an der Beratung für den Kunden zu arbeiten, sich wieder ausgezeichnet hat. Sonst gewinnt man an solchen City-Contests in der Beratung auch nicht. Und das ist für uns auch ein hohes Gut. Wir investieren viel in unsere Mitarbeiter, damit die eben in der Lage sind, auch eine qualitative Beratung je nach Bedürfnislage des Kunden für den Kunden durchzuführen. Es ist das erste Geschäftsjahr des neuen Vorstandsvorsitzenden Andreas Vormann, der Anfang 2014 angetreten ist, um die Sparkasse Südholstein nach schwierigen Jahren wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Mit der Neustrukturierung ihres Eigenkapitals hat die Sparkasse Südholstein 2014 die Basis für ihr Wachstum aus eigener Kraft geschaffen. Eine Osterrallye führte die Familien bei strahlendem Sonnenschein quer durch den Wildpark. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder zum Beispiel Holzmedaillen basteln oder versuchen, die Luft so lange anzuhalten wie ein Otter. Dafür gab es dann jeweils einen Tierstempel. Keine Angst haben. Der krönende Abschluss der Tour durch den Park war ganz klar das Füttern und Kuscheln mit den Ziegen und ihren süßen Zicklein. Meckernd, spielend und sehr zutraulich zeigten sich die jungen Parkbewohner den Besuchern. Wer nach der aufregenden Entdeckungsreise noch Energie hatte, nutzte die Trampoline, die Wackelbrücken und die Klettergerüste, um sich endgültig auszutoben. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Für Steuerangelegenheiten steht die Stevoda Brüggemann und Fischer Steuerberatungsgesellschaft MbH ihren Kunden mit fundierter Erfahrung und bewährter Kompetenz zur Verfügung. Mit insgesamt 10 Mitarbeitern bieten Daniel Fischer und Stefan Brüggemann ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Unsere Arbeitsbereiche sind die klassischen Themengebiete der Steuerberatung, wie Erstellung Steuererklärung, Jahresabschluss, Buchführung und Lohnbuchführung. Darüber hinaus sind wir sehr im Schwerpunktgebiet der Steuergestaltung und der betriebswirtschaftlichen Beratung tätig. Unsere Mandanten sind vom Rentner mit der Einkommensteuererklärung bis zu großen gewerblichen Unternehmen.
wobei wir eben nicht nur gewerbliche Unternehmen, auch Freiberufler und Land- und Forstwirte betreuen. Im gewerblichen Bereich haben wir keine bestimmte Branche, wo wir spezialisiert sind. Allerdings haben wir bei der Land- und Forstwirtschaft einen Themen- und Branchenschwerpunkt sowie bei der Besteuerung von Vereinen. Wir händigen unserem Mandanten nicht einfach eine Menge Papier aus, auf dem viele Zahlen stehen. Wir nehmen uns Zeit, dem Mandanten die Zahlen zu erläutern, und darüber hinaus planen wir mit ihm die Zukunft. Wir erstellen Liquiditäts-Rentabilitätspläne. Auf Wunsch installieren wir ein Controlling und eine Kosten-Leistungsrechnung, sodass der Mandant schon früh weiß, in welche Richtung entwickelt sich sein Unternehmen und damit eben auch früh die roten Lampen angehen, wenn etwas nicht läuft. Ich persönlich decke ab Vermögensnachfolge im privaten und betrieblichen Bereich und den Bereich Land- und Forstwirtschaft. Vermögensnachfolge im privaten Bereich, da ist es das Einfamilienhaus oder größere Vermögen, Mehrfamilienhäuser oder Geldvermögen, insbesondere unter Berücksichtigung der Erbschaftssteuer, Unternehmensvermögen, selbstverständlich auch Nachfolgeregelung dort, langfristige Planung zum Erhalt der Betriebe und dann die Branche Land- und Forstwirtschaft allgemein mit den Besonderheiten, die es da gibt. Vom Unternehmer bis zum Rentner bieten die Fachleute Dienstleistungen wie Unternehmensberatung, Existenzgründerberatung, Testamentsvorstreckung und vieles mehr. Stadtmagazin TV Termine. Die VHS Quick Born bietet von Montag, den 13. bis Freitag, den 17. April eine hochwertige Ausbildung zum geprüften, zertifizierten Immobilienmakler an. Am 18. April sammelt die Bad Segeberger CDU gemeinsam mit der Jungen Union im Team Deutschland Pavillon am Markt von 10 bis 12 Uhr Unterschriften für die Volksinitiative Pro Noten in Grundschulen. Und zum Thema Brennwertheizungen informiert Joachim Knofius beim nächsten Cheftreff am 22. April von 18 bis 20 Uhr im Energieausstellungszentrum Chef Z an den Holstenhallen in Neumünster. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Jagd, Fisch und Natur heißt es bei der Outdoor 2015 vom 17. bis 19. April. SHZ-Wissensimpulse, Menschenkenntnis erwartet die Besucher am 21. April in den Holstenhallen. Die Welt der Pferde ist vom 24. bis 26. April mit der Nordpferd zu Gast in den Holstenhallen. Und am 25. April können die Freunde guter Musik das Jubiläumskonzert des Shantychor Paloma im Festsaal der Stadthalle genießen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Am Ostersamstag fand im Foyer der Kontorhauspalette in Norderstedt das Osterbasteln des Quartiermanagements am Schmuggelstieg statt. Und dank der großzügigen Spende der Zimmerei und Bedachung Finkler aus Quickborn-Heide war es möglich, 21 Kinder der F-Junioren mit einheitlichen Anzügen auszustatten. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Elektro Münster. Seit über 40 Jahren in Norderstedt.